Willkommen zurück bei Sherlock Holmes Chapter 1. So, wir brauchen minus 3, minus 4 und 5. So, hier haben wir schon mal minus 5. Genau. Minus 3. Oh Gott. Was haben wir denn hier überhaupt? Achso, da geht's dann runter, oder? Minus. Naja, dasselbe halt, ne? Minus 5. Jetzt kann er schon mal runter auf minus 4, ne? Nee. Quatsch. Das da. So, das haben wir schon mal. Okay. Minus 4. Dann brauchen wir minus 3. Fünf. Oh Gott. Drei. Hier ist eins. Das ist so noch. Was kommt da raus? Minus eins, minus drei. Ne. Und das da? Achso, das bleibt gleich. Ja. Achso, warte mal. Das bleibt gleich. Dann können wir doch das hier so lassen. Stimmt. Das bleibt genau da. Ah, Hilfe. Ja, die minus 4 haben wir jetzt schon mal, ne? Ist ja schon mal gut. So. Nee, das soll sich nicht ändern. Ah, ist doch. 3. Da muss das auf 2 wieder hochgehen. Ja, aber ich kann aber nichts mehr nehmen, ne? Möchte ich das nehmen? Nee. Und das da? Das ist nichts für mich. Geschafft. Die Analyse ergab, dass es sich bei der unbekannten Substanz um ein Halluzinogen handelt, das aus Pilzen gewonnen wird. So. Haben wir schon. Verteidige den Körper mit dem König mit dem Läufer. Oh, nice move. You saved the king and checkmated the black king with the rook. So. War doch Kinderspiel. Ha! So. Haben wir das auch erledigt. So, klopfen an der Tür. Oh Gott. Ich will gar nicht hin. Sherlock Holmes, isn't it? I was looking for you. Guten Tag. With whom do I have the pleasure of speaking? You can call me your new game. The rules are simple. I have something for you, but you alone must work out what that is. And that something is my prize, I suppose? You're a fast learner, sir. Beobachten. Ist das wieder einer? Hat vor kurzem gemalt. Okay, der Maler. Alt und abgetragen. Matrose. Keine Spuren körperlicher Arbeit, makellose Hände. Linkshänder verbirgt etwas Quadratisches. Okay. Der gerne malt. Echter Matrose, der auch Maler ist. Ein Mann in Matrosenuniform suchte mich auf und teilte mir mit, dass er mein neues Spiel sei. Seine Hände zeigten keine Spuren regelmäßiger körperlicher Arbeit, keine Schwielen, keine Hornhaut.
Aufgrund der alten, zerschlissenen Uniform, die er trägt, gehe ich davon aus, dass er noch als Matrose im Dienst ist. In seinem Haar ist ein rosafarbener Klecks, was die Vermutung nahelegt, dass er auf irgendeine Weise mit der Kunstwelt zu tun hat. Angesichts der kleinen quadratischen Objekte in der Tasche des Mannes folgere ich, dass der eigentliche Grund für seinen Besuch darin besteht, mich zu seiner Kunstausstellung einzuladen. I have no intention of visiting your exhibition. I have no interest in amateur artists. I'm sorry, what? You are here to invite me to your vernissage, are you not? That square-shaped something in your pocket is an invitation. Oh, yes, sir, it is, but it is not my exhibition. I only work there, for Mr. Vogel himself. He has sent me to invite you to his gallery. So you're not from the Mariner's service? So even the fact that I'm your game hasn't led you to deduce that something in my appearance must be fake? Disappointing. Mr. Vogel gives you too much credit. Here is your invitation. Mr. Vogel needs your help. I hope you won't fail him again. Farewell. Einladung in Werner Vogels Kunstgalerie. Was ist das mit dem Vogel? Oder? Mein lieber Sherlock Holmes, wie Sie ohne Zweifel bereits herausgefunden haben dürften, möchte ich Sie zu meiner Kunstausstellung einladen. Dabei geht es mir allerdings nicht nur darum, dass Sie sich an der Schönheit der Werke erfreuen können. Vielmehr benötige ich Ihre genialen Fähigkeiten. Die Galerie befindet sich in der Karawanserei an der Kreuzung Bazaar Road und Hermes Avenue in der Altstadt. Ihr treuer Freund. W.V. Neuer Fall, Muse aus der Ferne. Oh Gott. Also Mutterliebe ist noch nicht vorbei. Okay. Immer noch die ganzen Händler. Cordona Chronicle. Ah, guck mal, hier ist wieder was. Luxus. Ach du Scheiße. Und es geht weiter mit dem Kaufen. Wir haben überhaupt 91. Oh. 91. Da ist auch wieder was. Natürlich. Na gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal dahin. Cordona Chronicle, warum eigentlich? Warum zeigt er das an? Ich habe nur die Einladung. Hä? Warum zeigt er mir das was an hier? Dass da irgendwas ist? Ach, ich gehe einfach hin. Wollen wir schon sehen, was da ist. Cordona Chronicle. Mr. Holmes, I have something for you. Oh Gott, ich habe Angst. Mr. Holmes, I see what you're up to. Mysterious stranger pursues betrothed woman. But please, let us keep things professional. I have in my possession an envelope containing details of a special assignment for you. Tell me, are you interested? I believe I am, but to be very clear, Miss Sertle, my interest extends to the message and not the messenger. Hmm. So he claims he's not a gal sneaker, seducing women everywhere he goes. Perhaps the truth is even more scandalous? Please spare me the speculation, return to the matter at hand. A gang of smugglers, the Eels, have Cordona in their clammy grip. The British Empire can abide it no longer. Mycroft insists they be disbanded, but this organization only falls with the capture of their odious leader, Friedrich Panzer. And note well, I did say capture, not kill. Inside your envelope is a map marked with the Eels' warehouses. But alas, we do not know in which Friedrich Panzer resides. Hmm. So even Mycroft has his limits. Indeed. You must be sure to identify the correct warehouse before entering, because once one is compromised, the other's occupants will scatter. Here are all the files, and feel free to use the archive too. Again, do not enter the wrong location, nor see any harm done to Friedrich Panzer. Miss Ertel, if you're quite done with the redundant instructions, I shall get to work. Well, that's perfect.
tortured hero lashes out after rejected romance. Tomorrow's edition will be a sensation. Neuer Fall. Aale an der Angel. Hey. Und neuer Ort. Noch ein Ort. Noch ein Ort. Komm noch ein. Komm. Einer geht noch. Depp. So. Oh Gott. Das ist viel. Na gut, das machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt das da hier. Erstmal. So. Jetzt gehen wir erstmal hier raus. Jetzt gehen wir erstmal in die Kunstgalerie. Wo warten die? Da hinten. Gehen wir erstmal da hin und kaufen mal wieder was. Bis wir mal weiterkommen mit dem Haus, ne? Extra, extra! Elephant adopted! Again! The killer elephant Goliath has been adopted by Fergus Tailheart and can breed on Cordona! Interested in some Cordona news? Ja. Kaufen. Check the front page. You won't regret it. Und was bringt das jetzt? Bereits das zweite Mal, dass Goliath adoptiert wurde. Er hatte sich zuvor im Besitz von Theodor Gilden befunden, der jedoch in einem Ausbruch von aggressiv von dem Tier getötet worden war. Wir haben bereits letzte Woche von diesem unglückseligen Ereignis berichtet. Obwohl die Tochter des Verstorbenen nichts unversucht gelassen hatte, das Tier exekutieren zu lassen, konnte Goliath dem Tod entrinnen. Da sich der Wohltäter Fergus Tailheart seiner annahm, nun einen weiteren Elefanten sein eigen nennen kann. Falls die Gerüchte stimmen und es sich bei Mr. Tailhearts anderem Elefanten um ein Weibchen handelt, dürfte sich Goliath freuen. Miss Gilden versucht unterdessen, die Sache vor Gericht zu bringen, mit der Hoffnung, dass der Gerechtigkeit Genüge getan und das Ungetüm hingerichtet wird. Ha, hallo. So, wo ist jetzt das Dings? Weiterlaufen. Refresh your interior. Pick what you like. My goods will brighten up your house. 30. Oh, sehr gut. Enjoy your purchase. So. Das haben wir. Wo müssen wir jetzt hin? Ja, da unten ist noch einer. Hier ist noch jemand. Come, take a look at our clothes and accessories. Nee, du nicht. Hä? Nee, Quatsch. Eins weiter. You'll never hier. Find such magnificent paintings. My goods will brighten up your house. Auch 30. Kaufen. Enjoy your purchase. So, dann haben wir noch einen Laden. Der ist da hinten. Da gehen wir auch noch stehen. Hier drin, ne? Huch! Weiter vorne. Hier. Oriental. Merhaba. It's a good day for a purchase. 25. Oh, das klang gerade noch. May your purchase bring you joy. Ja, dann haben wir das auch. Dann haben wir alles, oder? Oder gibt's da neuen? Nee, das waren alle. Okay. Machen wir da weg hier. So. So, alle, was haben wir hier? Auftrag, bla bla bla.
Gottes Willen. Da haben wir schon wieder so viel Zeugs, ne? Okay. Galerie befindet sich in der Caravana Bazaar und Hermes. Hermes? Wo ist denn das? Da ist Bazaar. Ach, hier. Da unten. Ist er gleich da. Dann gehen wir dahin. So, dann gehen wir rein. Oh Gott, was ist hier los? Hallo, ist da jemand? Mr. Holmes, you came. Oh, how kind. Though now, of course, I realize it is because of my game, not the works on display. It needn't be one or the other. But yes, your little riddle attracted my attention, Mr. Vogel. I'm glad to hear it, even if only as a minor distraction before the real game begins. So, this little game of yours, what's it about? An enigma to solve. A locked area in the basement with no windows found brutally vandalized. I have no clue how it was possible. Beschreiben Sie, was genau passiert ist. What about this intrusion? What happened? Last night, I was about to leave the gallery when I heard a noise downstairs. I went to the basement, but I didn't see anything out of the ordinary. It was admittedly a rudimentary inspection. It is not uncommon to get rats down there, so seeing nothing of note, I left and locked up the building. When I returned this morning, alas, I discovered that part of the exhibition had been torched, and there was no sign of the intruder. The mystery being, of course, that all the doors to the gallery were locked exactly as I left them. And the door to the basement is the only entrance? Correct. Tell me you're not intrigued. Schreiben Sie in Keller. And this locked area downstairs, what exactly was it? The under gallery. It's always shut, and I'm the only one with the key. Ah, so this is your private collection, not part of the gallery. Oh, no. It's an exclusive exhibition of eccentric pieces. Only a select cadre of artists, investors, and collectors are admitted. Not everyone deserves to have their eyes opened. Well, this matter is certainly within my wheelhouse. This intrusion troubles me. Please take a look around if you're willing. The under gallery is through the door at the end. I will see what I see. So. Machen wir das auch. Papst Famosus und Stefan der Fünfte, John Paul Lawrence. Das Grab eines Selbstmordopfers Wilhelm Corban Dingsbums. Der gelbe Christus Paul Gauguin. Jetzt geht das wieder los. Liebe und Schmerz Edward Munch. Schutzgeister Gewässer. Das haben wir ja schon fast hier wie beim Arsène Lupin da. Jetzt geht das hier auch los. Da bin ich hergekommen, ne? Ja. Ja gut, da schauen wir uns jetzt nicht mehr um. Geh jetzt mal hier rein. Und dann gucken wir uns dann bei der nächsten Folge hier um. Weil ich glaube, das ist ein großes Gebäude hier. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Sherlock Holmes. Tschüss!